Falls jemand im Stream zuhört, wäre mal kein so richtiges Podcast-Programm, sondern das ist einfach das traditionelle Abrunden des Kongress oder diesmal RC3, wo wir uns im Orga-Team nochmal kurz treffen und drüber sprechen, was so gut gelaufen ist, was wir vielleicht, wenn der Lockdown oder die Ausgangsbeschränkung anhalten sollte, das nächste Mal besser machen könnten. Übrigens, wenn ich kurz unterbrechen darf, im Sendezentrum Slack fragt Big Macintosh gerade, die Retro geht jetzt schon auf den Sendezentrum Bühnenstream, oder? Müsste sie gehen, ja. Ja, oder? So ist gedacht. Wir sind auf den Streams zu sehen. Also wir sind auf dem Studio-Link-Stream zu hören und auf dem Vox-Stream zu sehen und zu hören. Das ist die Idee. Oh ja. Oh, wir sind auf dem Vox-Stream zu sehen. Also genau. Obacht, was ihr jetzt hier legt. Ich habe euch, genau, worüber wir uns beschweren. Nein. Ich habe euch in den Jitsi-Chat einen Link zu einem Pad gepostet. Das ist das Pad, was wir im Sendezentrum jetzt die ganze Zeit verwendet haben, und habe einfach unten dran, unterhalb vom Gästebuch, so eine kleine Lessons Learned Sektion. Dann könnten wir einfach mal so eine Runde machen, wo ihr erzählt, was jetzt so in Orga gut lief, was man vielleicht, weiß ich nicht, nächste RC3 oder nächste Subscribe virtuell wieder so machen sollten und vielleicht auch Sachen, die wir besser oder anders machen könnten. Impfen. Mal so eine Runde machen, gucken, was da so rauskommt. Darf ich eine Sache direkt, weil ich muss weg, direkt von Anfang an sagen. Sag mal. Ich fand diese World total geil. Ich habe wohl bei der World, das ist Opt-out, dass man irgendwie Kamera und Mikrofon freigibt. Ne? Das ist automatisch voreingestellt, dass Kamera und Mikrofon freigegeben sind. Meinst du für diese Begegnung im Gang oder so? Genau, ja. Kann man abschalten, ja. Kann man abschalten, genau, ist aber standardmäßig angeschaltet. Das war für mich persönlich jetzt erstmal so in der ersten Sekunde, bevor ich das überhaupt wusste und auch wusste, dass man das abschalten kann, erstmal der Schockmoment, weil ich bin normalerweise jemand, ich habe noch nicht mal ein Mikrofon an meinen Rechner angeschlossen und auch normalerweise keine Kamera an meinem Rechner. Ja. Ich mache das extra nur für diese paar Sachen an, und dann bin ich also in dieser World ein bisschen rumgerannt und wusste das gar nicht, und auf einmal kommt eine Person oder ich laufe so in so ein Bündel an Leuten rein und auf einmal ploppen bei mir so ganz viele Bildschirme auf und ich sehe irgendwelche fremden Leute. Und in dem Moment war ich so etwas so, was ist jetzt passiert? Ja, das müssen wir also das 3-World-Team weitergeben. Ja. Also da sollte man überlegen, ob man das nicht auch mehr publiziert, dass man das hin und her schalten kann. Ja. Das ist vielleicht erstmal nur zu Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich finde das total gut, dass es die Funktion gibt, aber ich war geschockt, dass sie automatisch angeschaltet ist und dass ich nicht wusste, dass es diese Funktion gibt und nicht wusste, dass ich sie auch abschalten kann. Jetzt kann das natürlich an meiner Blödheit liegen. Eine Autistin war da total verwirrt, die meinte, das sei ganz eklig, ne? Vor allen Dingen in der Lobby, wo du halt ständig, du brauchst ja nur durch so ein Blinkgewitter, ne, sobald du losläufst. Genau, also du rennst halt los und auf einmal machst pling, 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 sobald du stehen bleibst. Ja, geht mal weiter. Das war für mich so, ich finde diese Funktion total geil. Also sich einfach, weißt du, du kannst zu Hause schön relaxed irgendwie sitzen oder im Büro sitzen oder was weiß ich wo und kannst dich mit Leuten von überall her unterhalten, finde ich super. Aber dieses, dass man da so reingeschmissen wird, das war für mich erstmal so ein bisschen... Ich springe mal zeitlich ans andere Ende der Orga zurück, nämlich ganz am Anfang, als es losging. Ich fand, es war recht schwer, überhaupt ein Orga-Team auf die Beine zu bringen, weil ich glaube, am Anfang hat es niemand so richtig ernst genommen, dass ein virtueller Kongress überhaupt irgendwas sein kann. Also das habe ich total unterschätzt, wie auch Tim zum Beispiel, der hat ja recht schnell im Sendegate geantwortet auf die Idee, dass er sich das nicht vorstellen kann und dass das so nix ist, und da dachte ich schon erst irgendwie, um Himmels Willen, warum haben alle keine Lust, jetzt gab es keine Subscribe und jetzt ist mal wieder was. Und ich glaube, das hätte man noch viel mehr am Anfang pushen müssen und erzählen müssen, wie es vielleicht sein könnte, damit Leute es ernst nehmen, mitmachen wollen und sich dann auch ein Ticket kaufen. Den Nerds das online beibringen. Ja, so ein bisschen, ja, gut formuliert, ja. Also da hätte ich eigentlich gedacht, alle stürzen sich drauf und sagen, oh wie geil, wir machen da was, ja. Meine Frage, ich habe am Anfang nicht verstanden, was es sein soll. Ich habe mich aber auch nicht besonders da in den Kreisen, Foren aufgehalten. So. Gab es denn überhaupt frühzeitig eine klare Vision, was es sein könnte? Oder ist es so, lasst mal irgendwas online machen, und bis sich das natürlich findet, gerade wenn man sich nicht treffen kann, ist natürlich mit einem Ramp-up verbunden, oder? Es wäre nächstes Jahr was anderes.
Also ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, jetzt hier die Orga von dem Ganzen rein zu orakeln. Was ich gehört habe, gab es da wohl auch so ein bisschen Konflikte um die ganze Veranstaltung. Deswegen würde ich das lieber ausklammern, ehrlich gesagt. Mhm. Was man erzählen könnte, war eben die Geschichte, dass wir eben Lust darauf hatte, wieder ein Sendezentrum zu machen und genau wusste, wer jetzt nicht den ersten Schritt macht, ist mit dran beteiligt, dass es keines gibt. Und so habe ich den Simon auf einer ganz anderen Veranstaltung getroffen, auch online, klar. Und dann kam die Frage, ja, wie sieht's aus? Und dann sage ich, man muss auf jeden Fall versuchen. Und wenn nur 20 Leute in der Assembly drin sind, hat sich schon gelohnt. Jetzt waren wir dann ein bisschen mehr wie 20. Und so lief es los. Und dann gab es zum Spielen den Editor für die World. Der Simon und der Sascha haben da in den Wochen vorher schon erste Entwürfe gemacht. Und dann war die Frage eigentlich erledigt. Kann das funktionieren? Weil wir aus den anderen Veranstaltungen schon wussten, dass diese elektronische Hilfe mit den Avataren und es überhaupt nur zu machen, dass das schon ausreicht, dass die Leute dann diese Mini-Hürde nehmen und sagen, okay, ich traue mich jetzt mal da rein. Und ich glaube, die Entwürfe des Sendezentrums haben dann eigentlich klar gemacht, dass das funktionieren kann. Also diese Sache mit den Maps, ne, das war natürlich eine Sache, die mich als völlig draußen zuerst ein bisschen abgeschreckt hat, weil ich dachte, da kannst du gar nicht groß helfen, ne? Das ist nicht meine Baustelle. Wenn ihr hättet einen Mail-Server aufsetzen wollen, dann hätte ich euch was helfen können. Aber das war so für mich ein bisschen die Hürde, mich da überhaupt ranzuhängen, bis ich dann halt mal gesagt habe, okay, am Podcast-Partner-Tisch so Technik-Klugscheißen, das kann ich. Und das konnte ich gestern auch. Schön. Ja, das war schön. Aber ich glaube, das ist natürlich auch so ein, weißt du, das ist so ein Gebiet, da hat halt nicht jeder unbedingt Ahnung, ne? Und da traut sich auch nicht jemand ran. Ich glaube, die Map wurde ja relativ spät auch erst sichtbar. Also ich habe diese zentrale Map an Tag 0 das erste Mal gesehen. Ja. Weil die ganz vorher, große. Genau, ja. Deswegen ja, hatten wir auch nichts vorbereitet. Wie kommt man ins Sendegate? Gibt es einen Direktlink? Weil ja diese ganze World und die Plattform erst eigentlich an Tag 1 dann für alle so richtig da waren. Viele hatten ja ihr Ticket vorher gar nicht. Ne? Ja. Und also bei mir war es, ich konnte es mir halt gut vorstellen, weil ich die 3 DVOGs mitgemacht habe. Und in den DVOGs wurde ja im Wesentlichen schon dieses Vortragsprogramm live gestreamt und es gab diese selbstorganisierten Sessions mit Big Blue Button und Jitsi. Ich hatte selber 2 Veranstaltungen mit dem Work Adventure schon gemacht und hatte dann das Video von den Datenspuren gesehen, die auch Work Adventure genommen haben. Und dass die 2 Sachen zusammen gut passen, konnte ich mir gut vorstellen, ohne zu wissen, ob es klappt. Und das hätte man vielleicht ein bisschen mehr noch in die Breite tragen können, ne? Weil vielleicht, wenn jemand die DVOX nicht mitgemacht hat und vielleicht diese Work Adventure Videos nicht gesehen hat, dann entsteht nicht so ein richtiges Bild im Kopf, wie das aussehen kann, ne? Also ich habe diesen Begriff Work Adventure da in dem Zusammenhang jetzt hier mit dem Sendezentrum das erste Mal gehört. Ne? Ja, genau. Genau. Das ist ein Bereich, um den habe ich mich bisher nicht geschert. Bei uns auf Arbeit ging es mal irgendwann rum und dann habe ich in der Demo rumgeklickt und dachte mir, ja, ist ganz interessant, könnte man mal irgendwann machen. Aber das war es dann auch schon. Ich konnte mir auch gar nichts darunter vorstellen. Also ich habe nicht die Vorinformationen gehabt, die Simon da, oder auch die Vorerfahrung, die Simon gemacht hat. Ja, ja. Für mich ist so eine Veranstaltung einfach hingehen und geflasht werden von dem, was da ist. So. Und klar, da sind natürlich fleißige Hände, die das im Vorfeld aufgebaut haben, aber für mich ist eher so, weiß nicht, das Unmittelbare, was da am Tag oder in der Situation entsteht. Und dieses sich im Vorfeld so lange Gedanken machen und überlegen, irgendwie bin ich da dieses Mal überhaupt gar nicht reingekommen. Ich war auch Ende des Jahres einfach sehr müde insgesamt, so jahresendmüde, hatte ich immer gesagt, und hatte auch ehrlich gesagt so innerlich überhaupt keine Lust, mich auf irgendwas Neues einzulassen.
ich merke, dass das jetzt plötzlich, also jetzt, wo es konkreter wird, jetzt macht es plötzlich Spaß. Und das ist genau das, was mir die ganze Zeit vorher irgendwie gefehlt hat. Das ist ganz komisch. Am Tag 4 wird die Orga so langsam konkreter. Ja, genau. Ja, jetzt dieses sich aufs Neues einlassen. Also dieses Jahr 2020, das hat mich so viel Neues irgendwie von mir so erzwungen. Ich habe irgendwie keine Lust mehr gehabt, mich auf was Neues einzulassen, glaube ich. Irgendwo im Unbewussten. Ja, ja. Was ich sehr gut fand, war, ich hätte schon Lust gehabt, aber ich, die Fähigkeiten fehlten mir einfach. Ich sah nicht, wo ich kann. Das sowieso. Ne? Das sowieso. Ne? Auf 5 Ebenen irgendwie was managen, das geht weit über meinen Verstand. Also. Was ich sehr gut fand noch war, dass Tom und Sascha sich so auf die Technik gestürzt haben und unseren Sendetisch und Bühne virtualisiert haben. Also das war echt Rock'n'Roll und hat man auch echt, finde ich, vergleichsweise zu anderen Streams, die ich gehört habe, sehr gute Audioqualität, werden jetzt im Nachgang durch die Podcasts mit den Mehrspuraufnahmen, glaube ich, auch nochmal ziemlich rocken können. Also das war echt, auch wenn ich bis heute das OBS noch nicht und das ganze Routing noch nicht ganz verstanden habe, du hoffe ich, dass man das... dann bin ich ja entschuldigt. Ich frage mal den Sascha, haben wir das Routing verstanden? Nein. Also wir bei Audiodump sind ja immer perfekt vorbereitet, ergo meistens also eine Stunde zu spät zum eigentlichen Sendetermin, weil Malik jedes Mal das Routing komplett als neue Technik entdeckt. Und dann der auch hat so ein kurzes Gedächtnis. Vorher. Ne? Der kann sich das merken. Ob man überhaupt das Magic Routing ist von Ralf nur in Ultraschall programmiert worden, wegen meiner Sendungsanfänge. Ist meine Theorie. Sollte auch nicht Magic Routing, sondern Malik Routing heißen. Malik Routing, genau. Jetzt sind wir mal einer Meinung. Sehr schön. Malik Routing. Ja, was ist so alles passiert? Der Simon hatte mich angesprochen und auch andere, glaube ich. Und dann haben wir es einfach konkret gemacht und haben den ersten Orga-Termin an einem Mittwochabend angesetzt und haben dann im Prinzip jede Woche im Dezember uns unterhalten und die Arbeiten sind so hochgepoppt und irgendeiner fand sich dann die zu tun. Meine war dann Hardware zu organisieren, dass wir einen Rechner aufstellen können beim Verein, wo ich engagiert bin. Da haben wir eine 2x300 Megabit Anbindung, die sehr nah am DENIC dran steckt. Das heißt, wir haben sehr kurze Paketlaufzeiten, was günstig ist hier. Und das Betriebssystem wäre lieber ein Linux geworden, war dann ein Windows, weil wir da eben Ultraschall drauf kriegen konnten. Und der Mac sich erst nach Weihnachten eingefunden hat hier. Na, jedenfalls war dann eine Windows-Kiste da und dann kam eins zum anderen. Nicht jede Komponente war so eine glückliche Wahl. Wir hatten ja einmal zwischendrin arge Probleme. Also lasst lieber mal die Finger von dem Software-Mischer VoiceMeter. Der hat Potenzial ins Negative. Wir haben den jetzt dann auch mit Sebastian Reimers Hilfe rausgeworfen. Also der macht jetzt nichts Gescheites mehr. Wir haben doch so Software-Cables, die dann ein Programm im anderen verbinden. Aber das liegt alles irgendwie so tot rum jetzt und kann nicht mehr groß stören. Das war das Setup. Der Sascha hat da ganz viel geknobelt, bis das funktioniert hat. Und auch mit den URLs, also sprich, der Reaper macht das Audio und gibt eine Summe raus, die geht ins OBS-Project rüber. Und das OBS-Project macht dann, führt zusammen, was wir als Video haben. Video kommt über Ninja oder Jitsi rein und gibt die Reaper-Stereo-Summe dazu. Und das geht dann auf den VoxStream raus. Und auch der Pausenbildschirm vom VoxStream kommt von diesem OBS. Das so im Schnellgang, dieses Setup. Und mein persönliches Baby war die Telefoneinwahl, die ja auch häufig benutzt wurde. Und für alle möglichen netten Effekte oder auch mal für richtig gute Beiträge gesorgt hat. Also ich fand es toll beim Fairsein mit dem Autistische Wahrnehmung Podcast. Das waren ganz tolle Telefonbeiträge. Also ich würde es gern öfter haben. Pfeif auf die Tonqualität beim Telefon. Wobei ein paar dabei waren, die waren richtig gut von der Tonqualität. Aber das liegt dann eher beim Anrufer. Wenn der mit einem schlechten Handy anruft, dann bleibt nicht viel übrig. Ja. Ich finde, diese Möglichkeit des Reinrufens in Live-Podcasts sollten wir generell für Sendezentren auf Kongressen beibehalten. Ich glaube, das kann vielen, die dann an einem Podcast-Tisch hoffentlich in Leipzig sitzen,
einiges an Futter bringen und die Sendung interessanter machen. Mhm. Denn da gibt es mit Sicherheit Themen, wo so eine Einwahl von außen auch genutzt wird. Ich bin dagegen, neue Technik zu benutzen. Telefon ist doch Internet ein. Setzt sich nicht durch. Und ich setze mich jetzt leider ab. Ich muss unbedingt mit dem Dackel auf den Acker, ansonsten ich mich auch. Weißt du, ansonsten ist hier die Bude dreckig. Vielen Dank nochmal, viel Spaß euch noch und ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr wieder mit dabei sein. Das war richtig schön, dich mal zu sehen und nicht nur zu hören. Ja, das stimmt. Das letzte Mal, glaube ich, habe ich das subscribed, ne? Mhm. Ja. Bis dann, bye bye. Tschüss, ihr auch. Ciao. Stimmt, auf der Subscribe hatte Malik die ganze Bande mitgebracht. Jetzt ist Malik auch weg. Oh. Ja, hat er ja gesagt. So, ja. Ja, okay. Also was ich auch noch gut fand ab Tag... Ist er der Dackel? Malik ist Bens Dackel. Ich habe das gehört, Martin. Der war dreckig. Er kann sich nicht wehren. Doch. Ach, die Antwort ist ja. Großartig. Der ist nur aus dem Jitsi raus. Genau, aber was jetzt auch der Lauscher an der Wand, der Malik. Podcast hören? Heimlich? Ich? No. Nein, du nicht. Mach's gut, ja? Die Stimme aus dem Holz. Ciao. Was ich gut fand dann ab Tag 2 war, dass die Sendezentrumskarte wirklich gut funktioniert hat. Also am ersten Tag war es noch so ein bisschen hakelig technisch, aber dann hatte ich das Gefühl, dass diese Treffpunkte, also so Leute sitzen im Sendegarten, Leute laufen sich zufällig über den Weg, sprechen miteinander, also dass das richtig gut funktioniert hat. Also ich hatte meine Situation, da waren wir zu 19 im Sendegarten. Das fand ich schon ganz angenehm. Also der ist unheimlich angenommen worden. Sehr gut, Martin. Das war wirklich toll. Gut gemacht. Großartig. Und als ich am Podcast-Patinnentisch mal saß, da gab es auch eine schöne Runde. Ich glaube, wir waren 5 oder 6 Leute mit wirklich tollen Gesprächen. Da ging es dann um Kommentare und um also generell Feedback zu Podcasts, was man sich da noch wünscht oder vorstellen könnte. Das war auch ganz toll. Also das Einzige, was ich so ein bisschen störend fand, war, dass die Karte insgesamt nicht genug Freiräume zum Durchlaufen hatte. Also man ist relativ oft an so Sachen, an so Hotspots hängen geblieben, obwohl man da eigentlich nicht hin wollte. Wenn wir das nochmal mit diesem Work Adventure machen, würde ich die Karte einfach ein bisschen großzügiger gestalten, damit man da... Waren dir die Durchgänge zu eng? Ja, vielleicht bin ich auch nur ein Grobmotoriker, das kann natürlich auch sein. Du hattest doch dieses tolle Gamepad zum Laufen, du müsstest ja eigentlich sehr pixelgenau laufen können. Das Gamepad ist auch nur, also ich habe da nur so eine Software, die das in Tastendrücke umsetzt und dann drückt er halt entsprechend die Cursor-Tasten. Das ist irgendwie... Was ich mir gewünscht hätte, ganz am Anfang, war so eine Art Stillarbeitsraum oder Ruheraum, wo eben diese Kontaktmöglichkeiten deaktiviert sind. Jetzt weiß ich ja, dass ich das quasi in meinem Profil einstellen kann, aber vorher halt nicht. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht gäbe es also fürs nächste Mal so eine Ecke, so eine Art Bibliothek oder was, wo man sich einfach hinsetzt, wo man dann nicht angesprochen werden kann. So. Ja. Das hätte ich, um überhaupt erstmal anzukommen. Also genau was der, ich weiß nicht, Ben oder wie der Name gerade war, erzählt hat, dieses sofort von anderen Leuten angesprochen werden. Das hat mich auch eher so ein bisschen erschreckt. Okay. Es hätte so einen Platz gegeben im Sendezentrum, es wäre die Bühne gewesen. Das ist etwas unintuitiv, aber. Die Bühne und ab Tag 2 auch das Publikum. Publikum war auch still, Silent Area. Visuell so klar hätte identifizieren können als Ruhebereich. Wenn man vor der Bühne im Publikum saß, konnte man nicht angequatscht werden, ne? Nee, genau. Ja, das ist mir nämlich mal passiert. Ich hab mich nämlich mal neben Martin gesetzt und der hat überhaupt nicht reagiert. Tja. Es gab keinen Kreis. Ich habe dich nur ignoriert, ganz bewusst. Ach so. Nee, weil ich hatte zwei Nachrichten gekriegt von Leuten, die gesagt haben, sie haben sich ordentlich ins Publikum gesetzt und jemand setzt sich daneben und dann wurden sie quasi angequatscht. Ne? Und dann habe ich es am Tag 2 aus der Karte rausgenommen. Ne? Das ist auch ganz vernünftig eigentlich. Naja, gut, manchmal will man im Publikum auch über das, was auf der Bühne passiert, reden und setzt sich da nebeneinander. Ja, das sollte ja nicht aus die Veranstaltung stören. Naja, genau. Aus Techniksicht, bei euch war ja die Arbeitslast jetzt sehr hoch über die Tage in Richtung Arbeitsverteilung, mehr helfende Hände akquirieren beim nächsten Mal. Ja, man kann durchaus morgens um 10 anfangen und nachts um 2 aufhören. Das geht durchaus einmal halt.
Ja. Ja, wir hatten ja im letzten Orga-Treffen vor Weihnachten ja noch überlegt, ob wir so Rollen definieren und so eine Einführungssession machen. So ähnlich, wie wir das für einen Podcast-Tisch ja auch immer gemacht haben, um Leute zu finden. Aber da ist, glaube ich, also haben wir diese Session dann nicht gemacht. Wir haben es eher so ans Opening vom Sendezentrum dran gehangen. Und darüber ist auch niemand hängen geblieben, oder? Hat irgendjemand außer euch beiden eine Schicht gefahren? Nee, hatte aber auch ein bisschen technische Limitierungen. Also wir hätten relativ viel erklären müssen und wir mussten, im Zweifelsfall war es auch, viele Sendungen haben wir zu zweit vorbereitet, weil der eine dann immer noch was wusste wie der andere und so. Was jetzt gar nicht am Wissen lag, was man im Vorfeld dokumentiert hat oder so, sondern dann passieren halt immer wieder unvorhergesehene Dinge und das wäre, glaube ich, mit jemandem, den man nur so kurz eingearbeitet hat, schwierig gewesen, der Teil wirklich. Also, weil es Frank vorher gesagt hat, mit der Karte bauen könnte, er hätte ja nicht gekonnt und sowas. Das war, finde ich jetzt eigentlich relativ intuitiv mit diesem Editor. Ach ja. Nee, Martin, wirklich, hast du gehört? Also, machen wir nächste Mal. Ja, klar. Aber das hätte man jemand erklären können. Also wenn man es gesagt hätte, wir wollen jetzt wie andere Assemblies ein riesen Labyrinth haben oder sowas. Das hätte ich irgendjemand erklären können, glaube ich, und der hätte das dann, hätte der Arbeit abnehmen können. Aber jetzt kurzfristig den Sendetisch virtualisiert, weil es geht ja schon drauf, man muss sich übers Internet auf die Maschine aufschalten. Dann muss man aufpassen, wann wirft man den anderen runter? Wer ist gerade drauf? Man muss sich koordinieren. Dann muss man gucken, dass das richtige Projekt an der richtigen Stelle gespeichert ist und so weiter. Das kann man alles koordinieren, das kann man alles vorbereiten, aber da waren wir einfach auch technisch noch nicht weit genug, würde ich sagen, im Vorfeld, dass wir das hätten in wirklich sauber anderen Leuten rüberbringen können. Oder wie siehst du das, Tom? Naja, so das übliche Prinzip, Work in Progress, also man fängt an, alles ist Work in Progress und dann baut man wieder ab. Den Stand haben wir jetzt. Jetzt funktioniert es ja auch gut. Also fürs nächste Mal kann man da drauf bauen. Ja, würde es helfen, so eine Art Generalprobe oder ein Vorprogramm zu machen, um diese ganze Technik in den Griff zu kriegen? Ich denke mal, bei der ersten Benutzung und im Verlauf der ersten Benutzung, da kommen dann erst die Schwierigkeiten auf. Die kleinen Anleitungen, die wir geschrieben haben und die Podcaster zu informieren, die sind immer länger geworden. Ja? Mittlerweile, seit heute Mittag, wird da drinstehen, wenn du das Audio doppelt hast im Voxstream, dann sagt dem Sprecher, er soll wirklich im Jitsi das Mikrofon muten. Das war nämlich an und dann haben wir es zweimal gehört. Mhm. Dann so Sachen, dass eine Softwarekomponente Müll ist, wie dieses Voice Meter jetzt in unserem Fall leider nicht funktioniert hat, das kriegt man erst durch die Benutzung raus. Also die Anzahl Iterationen, wo dieses Setup für eine Veranstaltung eingesetzt wird, diese Anzahl Iterationen ist halt bei 1 noch nicht hoch genug. Bei 2 wird es schon viel besser. Also wenn jetzt einer sagt, wir machen jetzt eine virtuelle Subscribe oder so, würde ich sagen, die Basissachen sind alle da. Und dann wäre es wahrscheinlich sinnvoll, wenn man nach Engel vorher sucht und vor der Veranstaltung so eine Einweisung macht, ne? So wie die Studios das versucht haben, auch virtuell zu machen. Dass Leute sich dann vorab mal schon ein bisschen üben können, ohne dass es gleich eine Live-Session ist, die sie fahren müssen. Genau. Ja. Ist natürlich auch so ein Ding, find jemand, der bereit ist, Zeit zu investieren. Ja, klar. Der das kann. Viele würden gerne, haben aber überhaupt nicht die Möglichkeit. Ja. Ja. Ich würde auch gerne, aber ich bin halt in dieser Ultraschallecke überhaupt nicht zu Hause. Mhm. Ja. Das ist das Problem. Ja. Ich könnte ja, auch so eine Stream-Kontrolle gemacht. Da könnte ich eher helfen, weil Kabel ziehen und Mikrofone stecken kann ich. Das schaffen wir. Wir schicken dir ein paar Kabel zu. Okay, danke. Nein, also wenn man, was Simon jetzt sagt, im Prinzip, das hätte man im Vorfeld. Also an Tag 1, da waren wir dann einfach schon so drin. Da waren immer froh, wenn wir den nächsten Slot wieder vorbelegt hatten und dann mit Testen und die Szenen vorbereiten und so weiter. Wir hatten ja eigentlich gar nicht die Luft, da wirklich eine richtige Technikeinweisung und irgendwo eine richtige Test-Session noch zu fahren. Also man kann das Leuten schon beibringen. Also ich selber habe Ultraschall, ich habe eine einzige Podcast-Episode bis jetzt in Ultraschall produziert und ich habe das OBS kenne ich seit Januar, seit Anfang Dezember. Also man kann das schon lernen. Das ist jetzt nicht, es ist kein Voodoo, keine tiefe Magie. Aber es war halt jetzt an Tag 1, mittags um 12, war da eigentlich der Zug leider schon abgefahren. Da müsste man nächstes Mal früher gucken, dass man da die Technikeinweisung und die Übungen früher macht. Ja, aber da Simon waren wir halt im Vorfeld nicht so weit.
Kannst du dich noch erinnern, Simon, wann wir das erste Mal da gesprochen haben? Das ist nicht so lange her. Also wir waren richtig flott, würde ich sagen, um das COVID Learning Camp, das letzte, ne? Ja, November irgendwann. Ja. Würdet ihr die Technik, wenn ihr sie von Grund auf neu bauen könntet, nochmal genauso machen? Also ich würde sagen, im Groben und Ganzen ja. Es ist durchaus machbar. Wir würden diesen Software-Mischer, Voice-Meter auf jeden Fall vermeiden. Und wenn es eine Profi-Software ist, die das Software-Mischpult macht, wir haben es gebraucht, weil wir den hohen Anspruch hatten, auch einzelne Reaper-Spuren einzeln abhören zu können. Das heißt, der Tonmann hätte sein Kopfhörer gehabt und hätte wirklich jedes einzelne Mikro durchklicken können. Das sind jetzt zwei Teile. Das ist zum einen, dass in Reaper es nicht 100% vorgesehen ist, so wie im Mischpult eine Monitoring-Schiene zu haben. Die wollten wir nachbilden. Der Trick wäre dann gewesen, Ausgang 1, 2 ist links, rechts und Ausgang 3, 4 ist die Monitoring-Schiene und wir hätten in der Routing-Matrix unsere Kreuzchen gesetzt. Das hat auch funktioniert, so lange bis VoiceMeter uns den Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ich habe es jetzt schon 3 oder 4 Mal gesagt, wie dieses Ding heißt. Ich werde es jetzt vermeiden. Man merkt, du magst es nicht. Na, also woran ist das? Ich dir schon gesagt. Es lief 2 Wochen im Test gut, es lief die ersten 2 Tage ja. gut und plötzlich hat es halt nicht mehr getan. Ja. Und zwar auch Reboot-persistent nicht mehr getan. Also wir haben die ganze Kiste ja wirklich neu gestartet und es hat trotzdem nicht getan. War dein Lizenz-Key abgelaufen vielleicht? Also zum Setup, im Endeffekt ist ganz schnöde ein Windows 10 auf einem Xeon W2225G oder so. Der hat auch eine Grafik drauf. Wir haben eine Nvidia 1060 Grafikkarte drin und haben festgestellt, dass auch gerade OBS die GPUs verwendet, also die GPU von der Nvidia-Karte. Was, denke ich mal, die CPU ein bisschen entlastet hat, aber die ist eh sauschnell, diese CPU, obwohl sie halt 4 Kerne hat und keine Threads, aber die bringen eh nicht viel. Ich habe meinen Rechner gebaut, wo die schon drin stark, die CPU, und da war nahezu kein Geschwindigkeitsunterschied zwischen dem 4 Kerne ohne Thread und mit Thread festzustellen. Das war bei etwas, das 12 Sekunden dauert, war es 1 Sekunde, das kannst du vernachlässigen. Also das war schnell genug, aber die Software, deren Name ich nicht sage, hat es trotzdem geschafft, das Ding in die Knie zu zwingen. Also man könnte es wieder so bauen. Was man sagen muss noch mal kurz? Sagen. Ja, Sascha. Ja, gut, danke. Die Grafikkarte, die Nvidia-Grafikkarte, die drin ist, die nimmt eine ganze Menge Last vom Prozessor. Und das hat, also ich habe ja selber probiert, einen zweiten Ersatzrechner als virtuelle Maschine aufzubauen. Und der hat keinen sauberen Stream zum VOG hinbekommen, obwohl er 8 Kerne Xeon-CPUs hatte. Die waren es nur bei 2 GHz irgendwas. Es war ein bisschen älterer Prozessor, aber selbst da hat er keinen sauberen Stream zum VOG gekriegt. Und jetzt hier, der macht jetzt mit unseren 6, 7 Videos plus Ausgabe, plus StudioLink und allem, sind wir jetzt bei 40% Prozessor Last und immer noch um die 20-30% GPU-Last. Also man darf das nicht unterschätzen, diese ganzen Jitsi-Videos geht schon richtig rein und wenn man das nur in CPU macht, braucht man da richtig Wumms. Das heißt, wenn man das nachbauen will, wirklich auf dem Zettel haben, steckt da eine ordentliche Grafikkarte rein mit einer ordentlichen GPU, dass die das Video-Encoding Hardware beschleunigt machen kann. Das ist Frage, würde man tatsächlich auf dem Bare Metal dann fahren, ne, und nicht virtualisieren. Auf jeden Fall. Wir haben noch eine virtuelle Maschine parallel gekriegt, weil wir eigentlich geplant haben, auch einen Podcast-Tisch zu versorgen. Da hätten wir das Video weggelassen, hätten aber trotzdem den Reaper gehabt mit den latenzzeitkritischen Paketen fürs Audio. Ich glaube, dass vielleicht der Virtualisierungshost mit großen Puffern für UDP und so weiter da viel hätte auffangen können. Es hätte uns aber trotzdem, nach dem, was ich jetzt den Eindruck habe, das passieren können, dass halt zu große Zeitlücken da sind, bis wieder das nächste Paketchen-Sammlung kommt. Ich habe schon noch Lust, das noch auszuprobieren. Also sprich, die Software draufzuschmeißen auf den virtuellen Rechner, weil das ja fertig installiert hat, nur eben gar keine Anwendungssoftware. Einfach um zu beweisen, dass es nicht geht. So. Aber den Ehrgeiz habe ich noch. Ich habe mal aber noch insgesamt, eine Frage. Also stopp mal noch, Moment. Ja. Kurz. Ich habe noch einen Wunsch. Ich hätte es gerne zum Beispiel auf einem Mac oder auf einem Linux gemacht. Jetzt Linux fiel weg, weil wir keine Ultraschall-Linux-Oberfläche haben, die gut geprüft ist.
Mac stand eben noch nicht da, aber fürs nächste Mal findet sich ja vielleicht ein Mac, den könnte man theoretisch auch wieder an der gleichen Stelle aufstellen, weil die Anbindung nach draußen, die war, glaube ich, schon sehr gut. Jetzt deine Frage. Ja, meine also Frage ist, die haben sich ja für den ganzen Kongress haben sich ja Sponsoren gefunden, ich glaube hauptsächlich Hetzner, die da Rechnerkapazität zur Verfügung gestellt haben. Könnte man das Problem einfach dadurch lösen, dass man generell für den Kongress bei den gesponserten, subventionierten Maschinen einfach sich da was Ordentliches besorgt? Dann hast du immer noch keine GPU. Ja, vielleicht also, brauchst du die dann nicht. Ja, das werde ich noch beweisen. Es gab da, im Rocket Chat bei der Aufnahmeleitung gab es da Diskussionen und auch Tests und die sind dann teilweise auf so Cloud-Gaming-Rechner und so ausgewichen, aber die kosten halt relativ viel, weil die oft dann pro Stunde berechnet werden und so. Ich habe das Thema nicht genau verfolgt, weil wir eine saubere Lösung hatten, aber ja, das Problem sind andere Studios massiv reingelaufen. Ah ja. Und es war vor allen Dingen auch aus Organisationssicht so, dass ich habe ja da immer ein bisschen mitgelesen in dem Studio Rocket Chat-Kanal, dass da auch relativ lang noch relativ viel Sachen offen waren und dann kam ja noch das mit diesem OBS Ninja und verwendet man das oder nicht. Also ich glaube, da hätten wir uns nochmal eine Komplexität mehr reingeholt, ne? Dadurch, dass das jetzt ein Rechner war, der bei Tom war und er die Hände dran hatte und dann jemand anderes drauf war, hatte ich das Gefühl, dass wir da ganz gut mitgefahren sind. Ich wollte noch was Positives zum Programm sagen. Ich fand, dadurch, dass wir jetzt ja echt extrem kurzfristig mit unserem Call for Participation dran waren, haben wir noch ein recht anständiges Programm auf die Beine gestellt und fand auch gut, dass wir sowohl Live-Podcasts als auch Vorträge wegen ausgefallener Subscribe reingebracht haben. Also ich fand diesen Funkwell super, dass wir Ultraschall 5 hatten, war super. Und dass wir auch die Chance genutzt haben, mal international was zu machen, glaube mit 2-3 englischen Sachen und einem portugiesischen. Also das fände ich auch was, was man überlegen kann, ob man das nicht beibehält. Sollte man auf jeden Fall beibehalten, finde ich. Ja. Also ich finde, denn so voll war das Programm ja nicht. Es waren ja noch Lücken da. Also da hätte durchaus noch ein Franzose reingepasst. Also ich finde sowieso, dass die deutsche Podcaster-Bubble irgendwie auch mehr Visibilität weltweit durchaus haben könnte. Ne? Mhm. Also ich meine, klar, die deutschen Podcasts sind alle auf Deutsch, aber ich glaube, dass es im Ausland, also im nicht deutschsprachigen Ausland, überhaupt nicht bekannt ist, was wir hier für ein breites Spektrum haben und an wie vielen Tools hier auch gehackt wird und so weiter. Und darüber, glaube ich, wäre, wenn man es das nächste Mal schaffen würde, einen International Track zu kreieren oder eine International Stage oder irgendwie sowas, dann, und man kriegt die auch voll natürlich, dann wären, glaube ich, das wäre, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Es gibt übrigens Leute im Ausland, die deutsches Radio hören, um die Sprache zu lernen. Mhm. Ja, und ich glaube, es würde uns auch helfen, ich meine, es schwirren ja durchaus jetzt in unserer Bubble und auch in Subscribe-Workshops und so immer so ein paar Stereotypen und Vorurteile rum, so irgendwie alle Podcaster in USA sind alle nur geldgeil oder ist alles kommerziell und die richtig guten Podcasts gibt es nur hier. Wo hast du das denn gehört? Die Meinung habe ich jetzt irgendwie in den letzten Tagen auch ein-, zweimal gehört, ja. Und sobald man halt da mit den Leuten mal spricht und da mal reinguckt, stellt man halt fest, dass das durchaus nicht so schwarz und weiß ist, ne? Und da es Leute gibt, die durchaus irgendwie ganz ähnlich ticken wie wir. Und Ralf hat ja gestern auch erzählt, gibt es irgendwie Leute, die in Ultraschall große Fans sind und in China damit podcasten. Also auch in Richtung Asien, glaube ich, gibt es da durchaus like-minded Leute. Also fände ich gut, wenn wir das irgendwie fortführen. Frage, wollen wir mal gucken, ob unsere Zuhörer uns anrufen wollen? Oh ja, das ist mal was. Also, liebe Leute, ihr könnt uns hier anrufen, direkt im Studio. Und zwar, wer ein Eventphone hat, der ruft die 8001. 8001. Ihr werdet dann hier reingeschaltet. Oder wer keine Eventphone-Nummer hat, der nimmt das normale Telefonnetz. Das ist die 05361 890 286 8001. 05361 890 286 8001.
oder auf dem IRC, den ihr beim Livestream unten findet auf Hackend. Ich habe die Nummer, die beiden Nummern in IRC gerade reingeschrieben. Auch. Sehr schön. Ja, was haben wir denn sonst noch? Fällt noch jemand was ein? Irgendwas, was viel Freude bereitet hat oder viel Schmerz verursacht hat? Ja, wir müssten uns nächstes Jahr oder Ding früher um das Releasing kümmern, weil das habe ich jetzt irgendwie an der Backe. Ich habe jetzt da irgendwo noch einen Dreher drin. Ich kann da jetzt wahrscheinlich nochmal ein bisschen oder muss da noch relativ viel nacharbeiten und muss mich jetzt um das Releasing kümmern. Und da waren wir irgendwie relativ spät dran. Also das mal auf das Ding setzen, dass man da früher ans VOG rantritt und die Zugänge kriegt und auch nochmal guckt, wie man das machen muss. Sag schon ganz kurz, Lessons Learned, weil das hat man letztes Jahr auch schon. Sechsmal müssen wir das gleich mit ersten Orga-Meeting müssen wir da Kontakt aufnehmen. Genau. Kannst du, Sascha, kannst du ganz kurz den Ablauf kurz schildern, so in ganz wenigen Worten beim Releasing? Also wenn alles gut ist mit dem Recording, das wir im OBS machen, habe ich jetzt den Ablauf so vom VOG, vom Andy vom VOG bekommen, dass wir da das Video quasi schneiden, das Ende und den Anfang und das Ende weg, dass eben genau nur der Talk da ist, dass die Infobeamer-Geschichten und so weiter raus sind. Dann lädt man das Video zum VOG hoch. Dann hat uns das VOG dankenswerterweise Intros und Outros generiert und dann werden die automatisch da dran geklebt. Da muss man dann so verschiedene Tickets in dem VOG-System abarbeiten, verschiedene Statis abarbeiten und dann werden die im Prinzip automatisch koordiniert. Problem ist halt bloß beim Schneiden, es gibt zwei Möglichkeiten zu schneiden. Eine ist schnell, die kann aber bloß auf dem Keyframe genau, das sitzt alle 2 Sekunden. Das heißt, wenn man am Anfang und am Ende zu wenig Platz gelassen hat, dann muss man da nochmal ein bisschen anders bei, dann muss man es nochmal neu kodieren, dann kodiert er eine Stunde. Dann muss man da natürlich beim Hochladen von den Videos aufpassen, dass man sie nicht verwechselt, das ist mir jetzt wohl passiert. Und lauter so Fallstricke. Und dann gibt es natürlich jetzt noch die, wo der Ton im OBS Ärger gemacht hat, wo wir die Tonspur noch austauschen müssen. Oder wo das Recording in OBS nicht richtig funktioniert hat, wo wir dann teilweise aus dem Real-Life nochmal Zeug ziehen müssen und so. Die sind natürlich dann nochmal ein bisschen aufwendiger. Aber normalerweise kann man so einen Talk, wenn alles gut gegangen ist, in 5 Minuten schneiden und in 3-4 Minuten und dann braucht es halt zum Hochladen und zum Annehmen. Ich habe hier einen Anruf in der Leitung, ich nehme ihn mal kurz rein. Ja. Oh, bitte. Hallo, wer ist da? Hallo, hier ist. Hallo? Ich war so begeistert, dass sie gleich aufgelegt hat. Ich glaube, sie ist rausgeflogen. Probierst du es bitte nochmal? Ja, okay. Ah ja. Okay. Jetzt, wir hören dich. Okay. Sag nochmal deinen Namen. Hallo, hier ist Vera, Vergnügtheiten. Ach du Scheiße. Die Vera. Ja, hallo. Ja, ich habe gar keine Frage, ich wollte nur Danke sagen für das tolle Sendezentrum, was ihr hier aufgebaut habt. Und für den tollen Sendegarten, Jitsi quasi, wo ich die meiste Zeit verbracht habe. Cool. Das freut uns. Das lässt uns mit einem Lächeln auf die Zielgerade gehen. Ja. Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank. Ja, danke. Dann, dann noch einen schönen Abend. Danke, ja. Bis später. Danke. Sascha, was hast du jetzt gesagt? Wenn es gut läuft, 5 Minuten schneiden, 4 Minuten Releasing? Ja, also ich weiß jetzt halt nicht genau, was uns der Andi jetzt da wirklich abgenommen hat, was normalerweise noch dazugehört. Normalerweise, wenn es gut läuft, macht man im Prinzip den Schnitt am Anfang, den Schnitt am Ende und dann muss man es halt hochladen. Und dann, das dauert halt abhängig von der Internetleitung Zeit und dann muss man sich durch die Tickets klicken, dann arbeitet das VOG eine ganze Zeit lang am Berechnen und dann kann man das Ding freigeben. Also das ist eine machbare Aufgabe, aber halt von den Sachen, wo dann noch nachgearbeitet werden muss, da zieht sich's dann schon ganz schön. Und wenn man das halt natürlich jetzt, wie in unserem Fall, parallel zum Live-Betrieb und allem noch machen muss, ist das jetzt was? Das heißt, das nächste Mal sollte man tatsächlich irgendwie, ich glaube, das hat beim letzten Mal der Ludger gemacht, sozusagen genau. Diese Schnittengelrolle von Regie, Aufnahmeleitung irgendwie trennen. Ne? Ja. Also das ist auf jeden Fall ein Posten, den man komplett extra besetzen sollte, jemand, der sich um das Releasing beim VOG kümmert. Ja. Du hattest, glaube ich, einmal schon mal erwähnt,
normalerweise ist doch, oder letztes Jahr war der Prozess irgendwie so, hat mir der Ludger erzählt, man geht irgendwie mit seinem Rechner irgendwo hin, stöpselt sich ein LAN-Kabel, hat dort ein fertiges Kdenlive-Projekt, zieht die Anfangs-Endpunkte, drückt auf den Knopf und das Ticket ist da, irgendwie in dem VPN vom VOG. Das war jetzt scheinbar diesmal anders, oder? Oder Ich kenne den alten Prozess nicht oder den anderen Prozess nicht. Der andere Prozess ist aber halt wohl so, ich rede jetzt nur aus auch sehr groben Hörensagen, aber der andere Prozess, den wir letztes Jahr hatten, ist halt, wenn über die Voctomix-Maschinen gearbeitet wird. Da wir aber jetzt nicht über die Voctomix, sondern über unseren OBS ja das Zeug angeliefert haben, funktioniert dieser Prozess wohl nicht. Das heißt, wir laden jetzt Sachen hoch, wie wenn eine Veranstaltung wohl, auch Veranstaltungen beim VOG, die nicht live gestreamt werden. Ja, also es ist auf jeden Fall ein anderer Eingang, ein anderer Prozess. Da gibt es auch Dokumentation im VOG-Wiki dazu. Ich habe mich da mal durchgefräst, aber ja, muss man nochmal gucken. Das heißt, da sollten wir uns mal in die Retro von den ganzen Studios einklinken, weil die müssen ja dann auch alle sowas gemacht haben, was wir gemacht haben jetzt, oder? Ja. Hast du mitbekommen, dass die irgendwie ganz andere Prozesse hatten als wir? Also wirklich danke an Andi. Wenn ich irgendwo hänge und nicht weiterkomme, schreibe ich einfach mal Andi im Rocket und er hilft mir sehr schnell. Perfekt. Sonst wäre ich wirklich aufgeschmissen. Zum Andi. Gut. Ja, wir haben jetzt einige Gesichter, die man auf dem Sendezentrum oder in einer Subscribe gesehen hat. Die haben wir jetzt hier nicht gesehen. War ein bisschen schade. Vielleicht hat der ein oder andere dann doch reingeguckt und wir haben es nicht gesehen. Aber wenn das mal wieder virtuell geht, kann man eigentlich nur ermutigen, dass diejenigen, die sich es jetzt nicht vorstellen konnten, bei der nächsten Gelegenheit sich mal einklinken und sich das mal geben, weil ich glaube, das funktioniert. Ja, vielleicht die geben unter den Umständen, die wir jetzt haben. Ja, das Sendezentrum finden die erst am Tag 4 abends. Ja, genau. So nach hinten raus, Roddy, die hat es gestern schon mal erzählt, den Gedanken. Wir hatten ja dieses virtuelle Sendezentrum vorher in den Orga-Treffen zum Testen schon auf der Maschine von TCM, also von den Work-Adventure-Machern. Im Prinzip würde nichts dagegen sprechen, wenn die Welt jetzt irgendwann heute Abend runtergefahren wird oder wann auch immer sie runtergefahren wird. Dass wir quasi die einfach weiterverwenden und man die für, keine Ahnung, Podcast-Meetups, Podstock, Subscribes, was auch immer verwenden kann. Was würdet ihr davon halten so? Sehr viel. Also ich kann nur darum bitten, diese Sendezentrums-Map gut zu retten. Die können wir noch gebrauchen. Ich hoffe nicht, dass wir sie im nächsten Jahr als Kongress-Element brauchen. Sondern dass wir uns da mal wieder richtig knuddeln können. Aber auf jeden Fall die Idee, die aufzuheben und zu aktivieren, zum Beispiel zu einer virtuellen Subscribe, finde ich großartig. Ich glaube, dass eine Subscribe auch auf diese Weise machbar ist. Okay. Erik schreibt gerade auf dem IRC-Chat, er hofft, dass es eine Gelegenheit gibt für eine Subscribe digital. Räumlichkeiten sind ja offenbar da. Ja, ich hatte auch gehört, man die Tische ein bisschen anders hinstellen, aber ansonsten Also ich finde auch, es spricht nichts dagegen, diese Map wieder zu verwenden. Ja. Sollte eine Gelegenheit dazu stattfinden. Ich sehe ja, dass das diese ganze Aktion mit dem Rechner, der in wo war das, Ulm, irgendwie an der dicken Leitung hängt. Das ist, glaube ich, die größere Aufgabe dann, wenn man sowas vorhat. Als diese Map jetzt zu retten, aber die war ja gut so und da kann man auch sicher drauf rumiterieren, wenn man möchte. Also, ne? Ja. Ja. Es ist ja alles sehr modular. Also man muss ja jetzt auch nicht unbedingt, wenn man jetzt ein Meetup zum Beispiel nur drauf macht, muss man ja auch gar nicht mit dem großen Schwert und dem eigenen Rechner hantieren, sondern da könnte man auch einfach sagen, man macht nur Studio Link und streamt dann mit Studio Link und Air und hat einfach nur die Jitsi-Videos, ne? Also das ist sehr flexibel, wie skaliert man das dann einsetzt. Also für diejenigen, die in der Technik mal mit einsteigen wollen, das war sehr spannend. Wir haben mit recht wenig angefangen und das kam dann eins zum anderen. Und es war auch ein gutes Handshake jetzt zum Sascha rüber und wieder zurück. Auch beim Fahren der Sessions, ich habe ihn gefragt, kannst du 20 Minuten hier kurz weitermachen?
Und ich war beim Essen und als ich zurückkam, hat das wieder zurückgegeben. Also da braucht man keine große Angst haben, dass man da, also du hebst den kleinen Finger hin, dann wird die ganze Hand genommen und dann noch mehr. Also es gibt dann aber auch jemand, der mal kurz für eine Pause sorgen kann. Also wenn da nochmal jemand sich findet, der in die Technik ein bisschen mit einsteigt, das wäre schön. Ja. Für eine kleinere Veranstaltung als wie das hier braucht man aber trotzdem zwei Leute, die sich da intensiv damit beschäftigen können. Also für Bild und Ton. Wir werden weniger Arbeit haben, weil wir es ja jetzt schon mal einmal durch haben. Und die Stolperfallen, die es so geben kann, die treten ja dann immer während der Veranstaltung auf. Da haben wir ein, zwei gehabt. Und jetzt ist aber eigentlich stabil. Es ist eigentlich schade, das jetzt auszuschalten. Nee, also wie gesagt, die Map, Sendezentrums-Map auf jeden Fall aufheben. Die kann man auch nicht wegschmeißen, weil die Arbeit, die da drin steckt, die ist so großartig und das wäre in gewisser Weise undankbar, das Ding jetzt einfach wegzuschmeißen. Da haben Leute, speziell Sascha und andere, so viel Arbeit investiert, das müssen wir uns aufheben, das Zeug. Ja, ja. Der Erik schreibt im IRC, Meetup Leipzig macht das so mit Jitsi und ohne Work Adventure. Also da gibt es Erfahrungen wohl bei den Meetups auch, das in leichtgewichtigeren Setups zu machen. Also da kann man ja mal ein bisschen sammeln. Ich würde es hier bei uns im Meetup in der Region auch mal streuen, ob die nicht Lust hätten. Also ganz ohne Raum, ohne Sendezentrums-Map, sondern nur ein Jitsi aufsetzen und sich in dem Jitsi treffen. Ja. Machen die wohl in Leipzig so? Ja. Also so habe ich es gelesen. Ich würde es jetzt hier für Nürnberg mal vorschlagen, wenn wir das nächste Meetup haben. Wir sind quartalsweise, dass man das da drüber macht und einfach über Sendegate alle einlädt. Ne? Man kann das in den Kalender schreiben und dann können ja mehr kommen. Ich finde, das ist gerade der Vorteil jetzt vom Virtuellen. Warum dann kann der soll man nicht mal irgendwie das im nächsten Sendegarten als Termin schon mal nennen? Wenn es bis dahin schon steht, ja. Wenn es bis, ja, oder wenn der Termin feststeht, kann man das im Sendegarten in die Terminansage reinpacken. Genau. Ja, auf dem Rocketchat-Sendezentrum sagt der HobbyQS, ahoi, sag mal, gibt es Ideen, das Sendezentrum zu erhalten? Also genau das, was wir gerade sagen. Auf irgendeine Art und Weise wäre es schön, wenn das weiterlebt. Also ich würd die Karte einfach wieder umstellen auf den alten Kurzlink, sodass wir halt eine URL haben, die funktioniert und wir sind dann halt nicht mehr auf den CCC-Work-Adventure-Servern, sondern wieder auf den TCM-Work-Adventure-Servern. Und dann kann man das theoretisch irgendwie. Den Link dann möglichst breit streuen, ne? Also, man könnte den zum Beispiel an dem Community-Kalender im Sendegate oben dranhängen und sagen, wer möchte, kann das nutzen für Veranstaltungen. Ja. Und dann kann man das bei dem Eintrag zum Beispiel mit dazu schreiben, ne? Podcasting-Meetup, wir treffen uns an der Bühne oder wie auch immer. Ja. Kriegen wir gerade jemanden Sinn, dazu? Bitte? Ja, ein A hat sich gemeldet. Ein A, hallo A, mach mal die Kamera an. Ja, und entweder mit Telefon 8001 anrufen oder in Sendezentrum rc3@studio.link einklinken. Verrücktheit schreibt im IRC noch. Ja. Das Farnheim trifft sich bei Teamspeak und Big Blue Button. Also da haben wir so langsam alle Varianten beieinander, wie man sich mit Audio und Video treffen kann. Ich habe ja auch mit Big Blue Button. Mhm. Richtig, ja. Die Lagerfeuer. Ja. Ich habe ja Tag 2 nachts irgendwann mal angefangen, an so einem Pad zu hacken. Das kann ich noch verlinken, weil ich irgendwie diese Idee, Jitsi so als Schweizer Taschenmesser zu verwenden, sehr charmant finde. Also mittlerweile so eine Chrome-Extension gefunden, wo man die Videostreams aus einem Jitsi einzeln rausbekommt nach Big Blue Button. Und in der Config von Jitsi habe ich gesehen, kann man die auch ein bisschen beschränken, dass die nur Opus verwenden und nur bestimmte Qualität. Mhm. Jetzt fehlt noch was, dass man irgendwie so einen geteilten Bildschirm auch einzeln als Videostream bekommt und nicht irgendwie mit so einem Overlay der Webcam. Und dann könnte so eine Kombi aus Jitsi und OBS eventuell auch spannend sein als leichtgewichtige Alternative. Dann hat man diesen ganzen... Geht in Jitsi, aber ohne Mikrofon, wählt euch da noch hier ein. Also das könnte ein Tick leichter werden an der Front. Ja, also ich meine, das wäre in OBS prinzipiell möglich, weil wir binden jetzt ja auch das Jitsi hier ein und blenden da alle Overlays raus. Das machen wir jetzt ja gerade, jetzt just in the moment so. So streamen wir ja momentan, zumindest das, das Video. Das Audio kommt jetzt in dem Fall über Studio Link, aber das Audio vom Jitsi jetzt zu nehmen, wäre ein Klick.
Genau, aber dann hättest du quasi aus dem Jitsi nur das Summen-Audio und was diese Chrome-Extension macht, ist, soweit ich das verstehe, du kriegst in OBS einzelne Videospuren mit ihrem eigenen Audio und könntest damit theoretisch hinterher einem Podcaster einen Multitrack geben. Das heißt, wir haben jetzt einen neuen Bereich im Sendegate. Wie kann ich meinem Audio ein Video sinnvoll dazufügen? Das könnte vielleicht auch den einen oder anderen motivieren, sich einzumischen in die Technik, weil wir haben jetzt hier ein Sendezentrum gebaut. Das passt für alle möglichen anderen Veranstaltungen aber auch. Das heißt, wenn einer sich damit beschäftigt, ja, dann soll er doch bitte schön kommen zum Fachsimpeln. Ja. Im Gegenzug muss er aber damit rechnen, dass wir schon seinen kleinen Finger haben, weil es gibt ja mal wieder so eine Veranstaltung. Ja, korrekt. Ja. Mit das machen wir so. Gefangen, ja. Ach du, das war nur Spaß, Sascha, oder? Das war total easy alles. Nur total, total. Ihr macht ja auch ein bauscht das nur auf, um hier Ruhm zu sahnen. Eigentlich, jetzt haben wir einen Leak. Eigentlich sitzen wir die ganze Zeit nur rum und so wie jetzt auch hier. Ja. Genau. Zugucken, zuhören, Podcast hören. Ja. Wir haben eine Stunde. Wir haben die Stunde voll, genau. Vielleicht wollt ihr noch was anhören. 18 Uhr ist Infrastruktur-Review, da will ich auf jeden Fall mal reinhören. Oh, da will ich auch reingucken. Hören, was so in der virtuellen Welt passiert ist. Wie viele Leute so rumgerannt sind in dieser Welt. Weißt du? Das würde mich brennend interessieren. Genau. Ja, Leute. Nee, super. Dann dank euch für alles, was ihr gemacht habt. Schönen Heimweg wünsche ich. Ja, ich danke auch. Vielen Dank an die Kommt gut nach Hause. Ihr habt es wieder geschafft, den Spirit rüberzubringen. Ja, genau. Vielen Dank an die Zuhörer. Es waren teilweise richtig viele. Und vielen Dank an die ganzen Podcaster, die sich mit ihren Podcasts hier einen Slot geholt haben. Ohne beide wäre es nicht gegangen, weil das Sascha und ich, wir haben zwar Spaß an der Technik, aber wenn ihr nicht kein Podcast wenn, da wäre, wenn kein Ton kommt, könnt ihr nichts routen, ne? Ja, Inhalt auch noch zu machen, wäre dann doch sehr zu viel geworden. Ja, was ich, das wäre vielleicht auch noch eine witzige Idee. Ich habe gesehen in der RC3-App, früh bevor das Programm losgegangen ist, um 12, haben die immer so Classics gespielt. Genau. Also, wie ich das verstehe, habe ich heute früh auch entdeckt. Super. Gute Talks aus den letzten Jahren. Ne? Wir hätten ja auch über unsere Infrastruktur Classic-Vorträge von den Subscribes ausspielen können. Zum Beispiel. Damit das Programm anreichern. Ne? Ja, wäre natürlich auch eine Idee gewesen. Schreib's mal auf, Simon. Falls es nochmal digital wird, machen wir das. Nachtprogramm. Na, 24 Stunden. Meine Grundidee war, den Infobeamer zu nehmen und da einfach Podcasts runterzulegen. Also anstatt der Pausenmusik Podcast laufen zu lassen. Ja. Aber dann wäre schon wieder, hätte man ein Problem gehabt, dann hätten wir irgendeine Kuration machen müssen, welche spielt man nicht. Und deswegen habe ich es dann relativ schnell wieder verworfen. Einfach die alten Wikigeeks und NSFW folgen. Oh, ja. Genau. Dann machen wir dann einen Call for Infobeamer Soundunterlage und da können sich die Podcasts einreichen und dann spielen wir die Folgen, die da vorgeschlagen haben. Call for Classics. Ja, Podcasts sagen halt, hier, wir machen eine Abstimmung, ihr könnt da für mich voten und dann geht es schlicht nach Voting, ne? Wie beim Tatort. Ja gut, die Classics könnten wir sogar einigermaßen neutral ermitteln, ne? Wenn man die Media oder die YouTube-Playlisten mal nimmt und guckt sich an, was sind die meistgeschauten, dann könnte man schon so einen Top 10 daraus irgendwie ermitteln, ne? Könnte ich mir vorstellen. Ach du Schreck. Na gut, also Ideen haben wir genug fürs nächste Mal. Und ich denke, nachdem jetzt alle erfahren haben, dass es auch virtuell irgendwie geht, werden wir bestimmt nächstes Mal dann auch mehr in der Orga sein. Ja, wir tun alles das klar? wieder. Ja, okay. Dann. Alles klar. Gehabt euch wohl, schönen Abend. Super. Und bis bald. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.